Hallo Leute, hier ist wieder Weehawk LP und wir treten Andros in den Hintern, den er nicht hat, weil er ja ein Pixelmonster ist. Gut. Zunächst einmal betreten wir wieder mal Venoms Luftraum, das heißt, dieser Durchgang, die Route 3, hat sogar 7 Etappen. Ja, gut, aber los. Du bist weit gekommen, jetzt musst du nur noch Andros vernichten. Wir zählen auf dich. Na super. Ja, nur noch Andros vernichten. Das ist ja nix, ist ja nur das gefährlichste Vieh im gesamten Universum, aber du musst ihn ja nur noch vernichten. Ah, was redest du da, Pepper? Hui, ui, ui, wieder eine Luftraummission. Aber ich habe ja Gott sei Dank Laserpower. Unglaubliche Laserpower, die alles in den Schatten stellt. Was jemals an Laserpower da gewesen ist. Ja. Ich glaube, auch hier gibt es wieder keine Hindernisse zum Ausweichen. Das ist reines Draufgeballere. Dafür gibt es allerdings einen ziemlich coolen Boss, von dem ich hoffe, dass meine Bomben ausreichen werden. Ich hatte es ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass man hier einige Bomben brauchen könnte. Na gut, schauen wir mal. Ah, diese Dinger da, die so dann auf einen zurasen, das ist fies. Ich bin's doch, Slippy. Ja, du bist Slippy. Aber das ist mir egal. Uah! Oh Gott. Wow, 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 wow. Hey Leute, macht mal keine Scheiße hier. Hey. Es sind doch ein bisschen viel Gegner, also im Vergleich zu den vorherigen Levels. Donnerwetter. Aber wenigstens keine Türme, die auf dem Boden stehen und mit Plasmakugeln nach einem werfen. Oh Gott. Hau ab, du Mistkerl. Das ist mir jetzt scheißegal. Ich will durch den Checkpoint. Checkpoint. So, wir haben den Checkpoint. Das ist sehr gut. Beeilung. Ja, wofür? Wofür eigentlich? Ja, schrei du nur. Du kannst ruhig auch mal schreien. Oh Gott. Ja, das sieht bis hier ganz gut aus, eigentlich. Aber man weiß ja nicht, was noch kommt. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich dieses Level mache, seit Menschengedenken. Nee, seit langer Zeit mal wieder. Und im Gegensatz zu Macbeth habe ich das vorher nicht trainiert. Ja, und naja, legen wir los. Was heißt legen wir los? Wir sind ja schon längst dabei, aber ich hoffe, dass wir bald mal beim Boss angekommen sind, weil irgendwie... Ach, Gott sei Dank. Wird auch mal Zeit. Ich habe schon gedacht, hier kommen noch mehr Gegner. Wow, was willst du denn? Ey, komm bloß her. Woohoo. Ja, genau, ich glaube, der setzt sich gleich jetzt mit diesen Dingern hier zusammen. Energiekerne, ich glaube, da müssen wir draufballern. Zack, 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 zack. Jawoll. Und... Nochmal. Zack, 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 zack. Ui. Okay. Drei Teile. Der besteht sogar aus drei Teilen. Richtig. Und jetzt setzt er sich... der alte Poser... zusammen. Ups. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Ich musste einen kleinen Cut machen, weil ich eben unterbrochen worden bin. Aber jetzt legen wir los mit dem Boss. Ah, aber gut gecuttet, oder? Der Übergang total sauber. Das weiß ich ja noch gar nicht eigentlich. Nein. Ich bin ehrlich, das hier, was ihr jetzt gerade seht, diesen Teil nach dem Cut, musste ich nachträglich kommentieren. Weil ich bin unterbrochen worden und konnte danach nicht nochmal aufnehmen. Hab dann einfach mal das Level hier jetzt ohne Kommentar weitergespielt und kämpfe hier gerade, wie ihr seht, gegen den Boss mit Bomben. Haha. Ist auch das erste Mal, dass ich ein Let's Play nur nachträglich kommentiere. Ich hoffe, in Zukunft ändert sich das. So, aber jetzt kommt bereits der finale Schlag gegen diesen Boss, den man mit Bomben auf die Energiekerne besiegen muss. Zack! Das ging sogar relativ gut. Ich war richtig erstaunt. Und, ja. Ach Gott.
Ist mir auch noch nicht passiert, dass ich was nachträglich kommentieren musste. Tut mir wirklich leid, aber was soll's. Wir haben den Boss besiegt und wir kümmern uns dann... Ach, ich mache jetzt noch nicht Schluss. Wir kümmern uns um Venom. Schauen uns aber erstmal die Trefferquote an, die mal wieder erstaunlich hoch sein wird. Nämlich bei sage und schreibe 100%. Hey! Tja, ich hab's eben einfach drauf. Ich hab's drauf, Leute. Oh mein Gott. Aber das, was jetzt kommt, ist wohl vielleicht das schwerste Level im gesamten Spiel. Tja. So, willkommen zurück, Leute. Ab hier nehme ich wieder live auf. Live und in Farbe. Ganz recht. Entschuldigt das von gerade eben. Ich glaube, dieses Video wird, wenn ich es nachher zusammenschneide, ein absolutes Durcheinander werden. Aber was soll's. Jedenfalls kämpfe... Oh, scheiße. Ja, jedenfalls kämpfe ich mich... Oh Gott. Jedenfalls kämpfe ich mich jetzt gerade wieder live durch Venom, dem schwierigsten Planeten im gesamten Spiel. Und... Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich denke, das wird nicht gut. Das kann gar nicht gut werden. Denn ich bin Fox. Foxy. Diese Türme sind noch keine Herausforderung. Quark, hilft mir. Nein, ich helfe dir nicht. Du hast das nicht verdient. Meine Hilfe muss man sich verdienen. Ribbit. So. Also das ist jetzt ein kleines Preview auf Venom. Ich mache dann im nächsten Part auf alle Fälle weiter. Ja, ein kleines Stück mache ich noch. So, ja. Erstmal Safe State. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Wow, wow, Slippy. Was machst du? Oh Gott. Jedenfalls geht es dann im nächsten Part weiter mit Venom. Und dann treten wir Andros in den Hintern. Scheiße. Bis dann, Freunde. Wuhu!